Diese wahre Geschichte wird dich dazu bringen, nie wieder Sushi zu essen. Eines Tages ging ein Mann zu seinem Arzt und beschwerte sich über Kopfschmerzen und unreine Haut. Dem Arzt zufolge war sein ganzer Körper mit Bandwürmern infiziert, nachdem er Sushi gegessen hatte. Sushi ja meistens nicht gekocht ist, ja, sag ich mal, übertragen sich diese Bandwürmer von der Sushi in deine Haut, wenn sie natürlich verunreinigt sind. Aber ihr seht hier gerade, diese Würmer können wirklich viele Zentimeter lang werden und können wirklich jahrelang in deinem Körper leben. Sie können sogar in den Blutkreislauf einer Person eindringen und dort auch Eier ablegen. Ich schicke das direkt an alle Freunde, die auch gerne Sushi essen.